Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben die letzten Tage über vieles von Modern Warfare gesprochen. Was nicht gut ist, was fehlt, was vielleicht noch kommt. Jetzt sprechen sie darüber, dass so Fußballskins kommen von Neymar und Messi und Pogba. Mein erster Gedanke war beim Neymar-Skin, dass das mit dem Dolphin Dive auf jeden Fall 100% passt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie aus irgendeinem Haus jemand angeschossen wird, so ein Neymar-Skin. Und der nimmt so einen Dolphin-Dive auf den Boden macht und die ganze Zeit schreit so, help me, help me. Wird auf jeden Fall sehr cool, dass wir so Realismus bekommen. Neymar, Messi und Pogba und wie sie alle heißen in einem Kriegssimulator haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es gibt aber auch sehr coole Sachen in Modern Warfare 2 und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr einige davon noch nicht gekannt habt. Ich werde euch erklären und zeigen, wie ihr eure Kampfgewehre spielen solltet, denn je nachdem wie ihr sie spielt, machen sie mehr oder weniger Schaden. Ich werde euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr eine Drohne und Konterdrohne ein bisschen schneller aktivieren könnt und nicht so wie das aktuell ist, wo das 3 Sekunden dauert, wo ihr nichts machen könnt, während diese scheiß Drohnenanimation läuft und jedes Mal, wenn ein Gegner kommt, sterbt ihr in der Zeit. Ihr könnt nicht schießen, nicht aimen, nicht weglaufen, kein gar nichts. Ich werde euch zeigen, wie ihr eigentlich am sinnvollsten leveln könnt. Und dann mache ich jetzt nicht so ein extra Video schneller leveln. Das hat, glaube ich, jeder mittlerweile gemacht. Wir machen das in dem Video heute. Und ich zeige euch eine Klasse dafür. Und nein, es ist nicht Invasion. Und nein, Invasion ist okay zum Leveln, aber es ist scheiße langweilig. Man muss 3 Minuten in die Mitte laufen oder in den anderen Spawn gelangen, hoffen, dass man überlebt, killt ein paar Bots und stirbt dann. Und wenn man keinen Tech-Insert hat, muss man da wieder hinlaufen. Also ein, zwei coole Sachen für euch und die zeige ich euch. Bei der Drohne und Konterdrohne ist es so, dass ihr immer diese Animation habt, die 3 Sekunden geht. Ihr braucht über 6 Sekunden nur, um eine Drohne und eine Konterdrohne zu aktivieren. Das ist eine Ewigkeit in Call of Duty. Und es war jedes Jahr so, dass man in BO3, in BO4, sonst wo, da habt ihr so einmal eine Animation auf dem Arm gehabt und fertig. Das war so eine halbe Sekunde maximal. Und man konnte beides hintereinander machen, konnte trotzdem kämpfen, alles Mögliche. Die Leute von Infinity Ward haben sich ja wirklich 3 Jahre zusammengesetzt und haben hardcore überlegt, wie man einem Spieler, der einigermaßen gut ist, alles nehmen kann, was er hat, damit er genau auf dem gleichen Niveau ist wie jeder Sentinel in diesem Game, weshalb jeder Sentinel euch in diesem Game auch aktuell einfach töten kann. Und wie ihr das hier seht, und das ist jetzt mal eine Zeitlupe, wenn ihr eine Drohne oder Konterdrohne habt, müsst ihr Folgendes einfach nur machen. Ihr müsst stehen, ihr dürft nicht laufen, denn wenn ihr lauft und das macht, dann springt ihr nach vorne. Wenn ihr gerade kurz steht, drückt auf die Drohne, das ist die Pfeiltaste auf dem Controller und auf dem Xbox wird es das gleiche sein und bei Maus und Tastatur, weiß ich nicht, eine Zahl, denke ich mal, für eure Streaks. Dann drückt ihr auf die Drohne oder eben die Konterdrohne und legt euch genau in dem Moment hin. In dem Moment, wo ihr die Drohne aktiviert, legt ihr euch hin und steht sofort wieder auf. Ihr könnt währenddessen schießen, ihr könnt euch währenddessen bewegen. Und die Animation wird überskippt. Das Ganze dauert nicht einmal die Hälfte der Zeit und ihr könnt eure Sachen direkt aktivieren. Aber Vorsicht Leute, ihr könnt so Drohne und Konterdrohne aktivieren. Es geht schneller, aber trotzdem könnt ihr nicht reinzielen. Das heißt, ihr könnt aus der Hüfte schießen. Dadurch, dass ihr kurz liegt, könnt ihr auch ein bisschen genauer schießen. Aber es ist deutlich besser als diese unsägliche Animation, die wir hier eigentlich die ganze Zeit haben, die völlig unnötig lange dauert und wo ich hoffe, dass die gefixt wird. Wenn ihr die Kampfgewehre spielt und die Kampfgewehre sind Bullshit, möchte ich mal sagen, dann solltet ihr darauf achten, wie ihr sie spielt. Ihr könnt sie im Vollautomodus spielen, ihr könnt sie aber auch Semi spielen. Und ich habe das hier privat mit einem Bot bzw. mit einem guten Kumpel getestet. Sorry, André. Und es ist folgendermaßen, wenn ihr die Kampfgewehre auf Semi-Auto spielt, macht ihr mit einem Schuss in den Kopf, ein Headshot, One-Hits. Das heißt, Semi-Auto macht sie One-Hit. Wenn sie auf Vollauto ist, braucht ihr bei Schüssen in den Kopf 2 Treffer. Da solltet ihr euch also überlegen, je nachdem wie ihr mit eurem Triggerfinger und wie ihr mit dem Kampfgewehr klarkommt, ob ihr eventuell die ein oder andere Waffe oder das ein oder andere Kampfgewehr tatsächlich vielleicht lieber im Semi-Auto spielen sollt, weil ihr Gegner einfach schneller tötet. Wenn ihr leveln wollt, ist Invasion aktuell immer noch ein cooler Tipp, weil ihr eben, wenn ihr einen Bot killt, 100 XP bekommt für die Waffe und wenn ihr einen Menschen killt, 110 XP. Und ihr könnt, ihr habt das so oft bestimmt schon gesehen, an den Rand der Karte fahren in Invasion, könnt hinten zu den Spawnpunkten, wo die Helikopter die Bots hinsetzen
und könnt die Farben XP sammeln. Ist okay, dauert meiner Meinung nach trotzdem relativ lange und nervt, weil es halt super langweilig ist und ich bin Multiplayer-Spieler, ich will Multiplayer spielen. Kopiert mal diese Klasse, Leute. Wirklich, ich erkläre euch warum. Passt mal auf. Täuschgranaten geben 15 XP für jeden Kill, den einen eurer Teammates von einem Gegner gemacht hat, der im Umkreis dieser Täuschgranate ist. Und die Dinger fliegen über die ganze Map teilweise. Ich weiß, das habt ihr jetzt schon öfter in den Lobbys gesehen und die Dinger nerven teilweise auch. Aber es gibt einfach Waffen, die super, super scheiße sind, wo man nicht unnötig warten will. Und ich weiß, dass sich da einige Streamer drüber aufgeregt haben, dass das jetzt die halbe Community macht, was ich ein bisschen lächerlich finde. Wenn der Streamer die Täuschgranate nutzt, ist es okay, weil er braucht für seinen Content. Aber wenn Spieler X das macht, dann ist es nicht okay. Deswegen nehmt die Täuschgranaten mit. Sie geben, wie gesagt, XP. Werft die einfach in die Mitte der Karte, wenn die Runde losgeht, wenn ihr respawnt in die Nähe von Gegnern. Jeder Kill, der in der Nähe dieser Täuschgranate passiert, gibt 15 XP zu eurer Waffe dazu. Dazu wollt ihr dann beim Extra-Paket das eigentlich genau so machen. Ihr wollt die zusätzliche Taktikausrüstung, weil ihr 3 Decoy-Grenades werfen könnt. Und glaubt mir, Leute, wenn ihr 3 auf der Karte habt und in dem Umkreis 3 Kills geschehen, dann kriegt ihr 3x15 XP. Und wenn ihr selber in der Nähe einen Kill macht, bekommt ihr einfach nochmal 100 drauf. Das heißt, dann seid ihr mal eben bei 200 XP für eure Waffe. Und dazu aufstocken, damit, falls ihr eben in der Runde, wo ihr mit der Waffe spielt, gerade auch noch am Leben seid, dass die sich von alleine wieder auffüllen. Und übertakten, denn, jetzt kommt das nächste Geile, das DDoS-Gerät zeigt euch an, ist ja eine Feldaufrüstung, die sozusagen feindliche Ausrüstung deaktiviert und das Radar von Leuten kurz stört. Wenn DDoS aktiv sein kann, wenn es bei euch aufgeladen ist, zeigt es euch an, in der Nähe von Gegnern, wie viele Geräte in der Nähe sind. Und sobald ihr 2, 3 oder 4 seht, wollt ihr es aktivieren, das, was ihr da an XP bekommt, geht auch auf eure Waffe hinzu. Dazu kann ich euch nur empfehlen, dass ihr in 2 verschiedene Modi geht. Und zwar Herrschaft, Abschuss bestätigt, genauso wie Stellung. Anders als in den anderen CODs zählt dieses Mal die Marken, die ihr in Abschuss bestätigt sammelt, zu eurer Waffe dazu, die ihr in der Hand habt. In Herrschaft die Flaggen, die ihr einnehmt, zählt dazu. In Stellung, wenn ihr in der Stellung seid, die einnehmt, verteidigt, angreift, zählt zu den Waffen-XP dazu. All diese Sachen zählen zum Waffen-XP dazu. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt aktuell, weil wir ja keinen Battle Pass haben, sehr wenig Double-XP-Token habt, könnt ihr damit trotzdem richtig viel XP farmen und trotzdem, anders als Invasion, normal Multiplayer spielen und Spaß haben. Dazu solltet ihr bedenken, dass ihr Scorestreaks mitnehmen wollt. Dadurch, dass die Decoy-Grenades und die DDoS-Feldaufrüstung, die ihr doppelt bekommt durch euer Ultimate-Perk, was ihr mitnehmt, immer wieder Score bekommt für ganz viele Sachen, wo ihr aktiv gar keinen Kill für machen müsst, sammelt sich der Score natürlich auf. Deswegen Punkteserien an, 100% ist klar, und Drohne-Konterdrohne mitnehmen. Zwar bekommt ihr für die Drohne und die Konterdrohne keine zusätzlichen XP für eure Waffen, ihr habt aber natürlich die Option, mit der Drohne, Konterdrohne viel eher zu sehen, wo Gegner sind. Es macht euch das Leben einfacher. Und mit all diesen Tricks sammelt ihr so viel XP, dass ihr auf kleinere Streaks ohne große Probleme bekommt. Dazu, wenn ihr Herrschaft spielt, guckt euch die Maps von Anfang an an. Es gibt so wie die Marktmap zum Beispiel. Wenn ihr auf der Seite vom Markt vorne spawnt, könnt ihr direkt auf die B-Flagge in Herrschaft. Schneller als die Gegner und ein Kill darauf gibt euch schon 200 Punkte. Wenn ihr die übernehmt, kriegt ihr nochmal 150. Ihr seid schon fast bei einer Drohne, nur indem ihr einen Kill macht, weil ihr am Anfang der Runde ordentlich gerannt seid. Wenn ihr eine Lobby sucht, und ich weiß, so ist es bei uns, alle 2 Sekunden kommt diese Santa Cena Border Map, diese Autobahn Map, die mit Abstand die schlechteste Karte der Welt ist. Und wir quitten jedes Mal raus, weil wir können diese Karte nicht spielen, weil sie in meinem Gehirn Aneurysmen verursacht. Aber sie kommt halt immer und immer wieder. Wenn ihr diese Karte in der Suche bei euch habt, macht einfach Folgendes. Geht nicht raus, bevor die Map geladen ist, sondern ladet einmal mit eurem Squad in die Map rein. Und wenn ihr einmal in dieser Map drinne wart, geht wieder raus und ihr habt erstmal ein paar Minuten Ruhe, weil der Algorithmus einsieht, dass ihr diese Karte gerade gespielt habt und er gibt euch eine andere Map als nächsten Vorschlag. Wenn ihr Aufstocken als Perk spielen wollt, meiner Meinung nach schlinke Hände das Stärkste, aber ihr könnt natürlich auch Aufstocken spielen, bekommt ihr bei der Bohrladung eine 2. Granate automatisch beim Spawn. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt sterbt und eigentlich nur eine Primärgranate dabei habt und es steht nirgendwo dazu, bekommt ihr automatisch eine 2. und könnt doppelt Nades werfen.
Euer Taktik-Sprint ist halt irgendwann aufgebraucht und es gibt ja kein Slide-Cancel in dem Sinne. Es gibt zwar irgendwie einen, den ich gesehen habe mit 1000 Tastenkombinationen, das ist aber völlig idiotisch und wer das macht, ist halt einfach dumm, weil es nichts bringt. Aber es gibt eine andere Option, wie ihr euren Taktik-Sprint auffüllen könnt, ohne irgendwas Komisches zu drücken. Wenn ihr jetzt ganz normal lauft, ich habe Taktik-Sprint immer an, seht ihr das? Irgendwann geht ihm halt so ein bisschen die Puste aus. So, was macht ihr dann? Im Prinzip relativ einfach. Taktik-Sprint, ihr lauft und sobald er leer ist, messert ihr einmal und habt ihn sofort wieder aufgefüllt. Ihr braucht nur messern, einmal messern drücken und er ist die ganze Zeit aufgefüllt. Das ist natürlich trotzdem nicht die geilste Option, aber wenn ihr irgendwo schnell hin wollt, ist es eine gute Option, schneller dahin zu kommen. Ihr könnt das natürlich auch mit schweren Waffen machen. Hier seht ihr das dann, ist nur kurzer Taktik-Sprint und wieder voll. Messern und wieder voll. Messern und wieder voll. Das ist immerhin eine bessere Möglichkeit, über die Karte zu kommen, als andauernd so zu laufen und sich dann anzufühlen wie so ein Bot, der irgendwie als Roboter getarnt nicht mehr vorankommt. Ich hoffe, das waren ein, zwei coole Tipps und Tricks, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Ich werde auch so eine Art Serie wieder machen dieses Jahr mit Mythbusters, wo wir uns Sachen angucken. Zum Beispiel, kann ein Care Package mich selber töten? Oder kann es einen Gegner töten? Oder? Und werde daraus eine witzige Serie machen. Call of Duty Modern Warfare 2 hat unglaublich viel Hype, unglaublich viele Zuschauer. Und für mich als YouTuber, der damit Geld verdienen kann, ist es natürlich cool, weil es Spaß macht. Wenn ihr irgendwelche coolen Sachen habt, die ich vielleicht mal testen soll, oder ein, zwei Tipps oder Tricks, die ich noch gar nicht mit reingenommen habe, schreibt die gerne in die Kommentare, Leute. Wenn ihr ein paar zusammensammelt, bin ich gerne bereit, auch noch eine zweite Folge davon zu machen. So wie es aussieht, gibt es einige Sachen, die ich so noch nicht wusste. Einiges davon habe ich selbst herausgefunden, anderes wurde mir gesagt. Also warum sollten wir nicht alle unseren Wissensstand teilen? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.